den Namen des Verräters aus den Büchern. Möge die Geschichte vergessen. Mist. Verdeckt die Erde. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Gerade verdeckt. Töten? Uberto, auf einen Moment bitte. Für euch immer. Du. Nein! Komm her, lass dich umarmen. Mist. Okay. Das war jetzt nicht gut. Ja. Also, hingehen, killen, gut. Und nicht lange überlegen, ob ich jetzt soll oder nicht. Ja, schöne Türe. Jetzt ist noch eine Patrouille unterwegs. Juhu! Ein bisschen vorwärts. Nein, du hast mich noch nie gesehen. Schafsurin? Ich muss den ein bisschen anstoßen. Hopp, vorwärts, los, hopp, nicht umdrehen, nicht stehen bleiben, weiter, weiter, sonst behinderst du den Verkehr. So, meine Damen. Kommt doch bitte mal mit. Danke sehr. Ja, sehr schön. Oh. Ja. Willst du ein paar neue Stellungen lernen? Wow, hoppala. Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut an mich tut. Stirb! Stirb! Genau, so ist schön. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Das hast du sehr schön gemacht. Hättest du oder würdest du das nächste Mal den Namen nicht so laut rausbrüllen, oder? So, jetzt spiele ich mit den Wachen ein bisschen verstecken. Huha! So. Brief von Uberto Alberti erhalten. Verschwörungsdokumente. Das will ich sehen. Verschwörer. Alberto Alberti. Tot. Okay. Und die Patzige. Könnt den irgendwie. Nö, kann ich nichts machen. Okay, dann unter die Dokumentdatenbank. Hier. Dokumente. Seite 1, Seite 3, Seite was? Diese. Nein, keine Codex-Seiten. Briefe. So, Alberto Alberti. Meine Liebe, ich bringe diese Gedanken zu Papier in der Hoffnung, eines Tages den Mut zu haben, sie mit dir zu teilen. Bald wirst du zweifelsohne erfahren, dass ich Giovanni verriet, ihn als Verräter denunzierte und zum Tode verurteilte. Die Geschichte wird dies alles als bloße Politik und Gier abtun. Wisse, dass es kein Hass war, der meine Hand führte, sondern Angst. Als die Medici uns alles geraubt hatten, spürte ich Angst. Angst um dich, um unseren Sohn, um die Zukunft. Welche Hoffnung bietet diese Welt einem Mann ohne Möglichkeiten? Sie boten mir Geld. Land und Titel als Lohn für meine Mitarbeit. Und so kam es, dass ich meinen engsten Freund verriet. Wie unaussprechlich diese Tat auch sein mag, in dem Moment schien sie nötig. Und noch jetzt, wenn ich zurückschaue,
sehe ich keinen anderen Weg. Es hätte sicher einer gegeben. So, und jetzt? Ah, wieder zurück. Gut. Unser erstes Attentat erfolgreich beendet nach dem zweiten Versuch. Naja, der erste Versuch war die Hauptprobe. Wirst du bitte, danke sehr. Mann, du musst nicht hier rumschreien. Ich hatte gestern eine wilde Party und habe jetzt Kater und ich reagiere allergisch darauf, wenn jemand schreit. Hier ist irgendwo noch da. Hast du viel Geld dabei? Komm. Ja, nicht wegrollen. 4 Florin. Ja, ich muss dahin. Erinnerungsanfang. Okay, dann nehme ich doch noch gleich diese Schatztour und den Punkt mit. Ach, ja, ich muss den... Hier noch. Da, komm. So, jetzt stimmt's. Jetzt geht's. Yep. Pop. Oh. Ah, da ist sie. Okay. Hops. Schade, dass hier kein Heu offen ist. Achtung! Ist der ein Gaukler oder sowas? Nö. Eigentlich nicht, ich bin Bankier. 150 Florin. Jo. Da noch ein Aussichtspunkt. Hopsa, hopsa. Du. Aus dem Weg. Da ist noch eine Wache. Ach, was gebe ich jetzt nicht alles für Wurfmesser? Gerade aktualisiert, perfekt. So. Wenn ich jetzt direkt hier durchgehe, ist da noch eine Codex. Wo muss ich eigentlich? Ah, hier. Ach komm, Codex-Seite, die hole ich mir noch. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Bei Prototype ist es so, dass man eigentlich nur... Sorry, darf ich da kurz mal durch? Dass man nur das Symbol anklicken muss und schon wird es auf der Karte als aktiv geschaltet. Das ist... Ah, das wäre noch... Interessant. Das ist leider hier nicht so. Da muss man es noch mit der Leertaste bestätigen. Ja, ja. Okay. Ich will mich nicht beschweren. Schatzruhe. Haben. Hey, was ist da? Oh, fuck. Schwein gehabt. Da sind Patrouillen unterwegs. Das ist nicht schön. Ah. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Shit. Ich muss einen guten Zeitpunkt abpassen. Ah, Ezio. Ich will dich ja nicht irgendwie kritisieren, aber in letzter Zeit... Da ist kein Haihaufen in der Nähe. Die laufen immer hin und her und da kommen sie auch, oder wie? Shit. Das ist nicht schön. Hier sind keine Wachen, also wenn ich sie dann hier hinlocke, könnte es gehen. Theoretisch. Praktisch gesehen.
Nein, du kennst mich nicht. Toll. Eine Bank ist auch nirgends in der Nähe. Mist. Warte ich mal, bis die Wache dort die Kehrtwendung gemacht hat und dann mit Anlauf drauf los. Yep, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Komm, dreh dich um, geh weiter.